Einen schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Pressefoyer nach dem Ministerrat. Bitte um Nachsicht für die erhebliche Verspätung. Ich darf das Wort gleich dem Herrn Bundeskanzler übergeben. Bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Österreich hat bisher im Kampf gegen die Inflation die Strategie verfolgt, das Wirtschaftswachstum zu stützen, die Kaufkraft zu stärken sowie die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Wenn man hier den internationalen Vergleich wagt, kommt man zu dem Schluss, dass Österreich beim erhaltenen Wohlstand im internationalen Spitzenfeld liegt. Bei der Frage der Kaufkraft, die darüber entscheidet, wie viel Geld die Menschen tatsächlich für den Konsum zur Verfügung haben, liegen wir in Europa auf Platz 4. Und, was aus meiner Sicht sozialpolitisch enorm wichtig ist, wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosenquote. Vor allem bei der Jugendarbeitslosigkeit, sogar die drittniedrigste der Europäischen Union. Leider ist aber auch ein Faktum, das uns jetzt stetig begleitet, dass die Inflation nach wie vor sehr hoch ist. Und Sie alle, gerade als politisch interessierte Journalistinnen und Journalisten, verfolgen ja auch da die intensive Diskussion darüber, wie man der Inflation bestmöglich begegnen kann. Da gibt es zum Teil eine sehr aufgeregte Debatte mit den unterschiedlichsten Meinungen. Und eines hat es auch gezeigt, die Diskussion der letzten Wochen über die Frage der Inflation und auch wie man mit dem Thema Teuerung so umgeht, dass die Menschen möglichst dennoch ihr Leben bestreiten können, waren oft gerade nicht sehr konstruktiv. Bei den Lösungsvorschlägen, da gibt es die unterschiedlichsten. Die einen sagen, wir müssen die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken, das sind 10%. Aber es sagt niemand dazu, ob das dann tatsächlich zu einer Preisreduktion führt oder ob die Preise nicht dennoch erhöht werden. Und ob tatsächlich dann der Konsument etwas davon hat und in weiterer Folge auch gedacht an unsere heimische Landwirtschaft, an die Bäuerinnen und Bauern, die Lebensmittelversorgungssicherheit, die so ein hohes Gut ist. Was bedeutet das dann, wenn die Handelskonzerne zwar bei den Konsumenten die Preise erhöhen, aber die Produzenten, sprich die Bäuerinnen und Bauern, in ihren Preisen weiter drücken? Es gab viele weitere Vorschläge, die hineingegangen sind, bis in das Thema, das Arbeitslosengeld zu erhöhen, aber auch da kommt man immer wieder zu dem Schluss, selbst bei solchen Maßnahmen gehen die Preise nicht hinunter. Das, was es gezeigt hat, ist, viele Expertinnen und Experten haben zu dieser großen Herausforderung ganz unterschiedliche Meinungen. Für uns als Bundesregierung zeigt es, dass all diese Vorschläge, die jetzt hier oft leidenschaftlich diskutiert worden sind, zu wenig sind, um tatsächlich eine Maßnahme effizient zu setzen, um die Inflation tatsächlich zu dämpfen. Wir brauchen eine Maßnahme oder ein Maßnahmenbündel, das an die Wurzel geht und so gut es geht, nationalstaatlich in der Eurozone die solche Inflation auch tatsächlich zu bekämpfen. Und ja, ich als Bundeskanzler, der Vizekanzler genauso, wir sind beide Verfechter einer klaren Haltung. Auf komplexe Fragen gibt es nun mal keine einfachen Antworten. Und die, die sie geben, sagen meistens nicht dazu, dass die einfachen Antworten dann tatsächlich keine Lösungen sind. Das heißt also, Ziel 1 ist jetzt, dieses Maßnahmenbündels das Symptom an der Wurzel zu packen. Und was ist die Wurzel, wenn man viel hineinhört in die Expertinnen und Experten, in die Diskussionen, dann ist es immer wieder das Thema Energie, Energiekosten und die Energiepreise. Das heißt, für uns ist klar, die Energiepreise müssen jetzt runter, und zwar so, dass die Menschen, die Konsumentinnen und Konsumenten, die Wirtschaft es auch tatsächlich spürt. Und das heißt, wenn die Energieversorger die Preise nicht unmittelbar jetzt beginnen zu senken, es gibt welche, die das tun, das sei gleich dazu gesagt, aber es gibt viele, die es nicht tun, dann werden wir sie als Republik dementsprechend auch zur Kasse bitten. Denn es gibt schon ein Phänomen der letzten Wochen und Monate, dass die Konzerne auf dem Rücken der Menschen, der Wirtschaft,
Milliardengewinne gemacht haben und dass auf den Staat immer mehr Verantwortung übertragen worden ist, die Kostensituation in Österreich auszugleichen. Und ja, diese Bundesregierung bekennt sich ganz klar dazu, dass wir gegen eine Verstaatlichung der Verluste oder gar der Risiken sind, aber dafür die Privatisierung der Gewinne haben. Und um es hier mal klar auszudrücken, die Republik ist hier in großer Vorlage gegangen. Es ist einzigartig, dass wir 20 Terawattstunden Gas bevorratet haben. Das sind Milliarden Kubikmeter Gas auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die jetzt unterschiedlichen Preisschwankungen unterliegen, als sogenannte strategische Reserve. Das war das Risiko, das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler genommen haben. Aber jetzt ist es an der Zeit, dieses Risiko auch dementsprechend zu verteilen und auch da so dafür zu sorgen, dass die Energiekosten eben gesenkt werden, dass es klar ist, dass es keinen Grund mehr gibt für Ausreden, dass der Handel und die Wirtschaft entlastet wird. Und wenn wir das dann tatsächlich erreichen, die Folgewirkung sein muss, dass es auch da dann keine Begründung mehr für überhöhte Preise gibt, weil denn die Energiekosten so hoch sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Folgewirkung die effizienteste Maßnahme ist, der Energiekostensenkung, um eben auch die Inflation zu dämpfen. Daher haben wir heute im Ministerrat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Aus meiner Sicht nenne ich Ihnen jetzt die vier wichtigsten Punkte. Das eine ist, dass wir schon wie vorher erwähnt die Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen ausweiten und verschärfen werden. Wenn die Preise für die Konsumenten nicht sinken, werden dementsprechend die Gewinne abgeschöpft und eingehoben. Wir werden dazu das Energiekrisenbeitragsgesetz verschärfen. Was passiert da genau? Der Schwellenwert für die Abschöpfung, den es ja schon gibt, wird für Übergewinne gesenkt. Das heißt, die Gewinnabschöpfung wird früher wirksam. Allerdings nur dann, wenn die Energiekonzerne nicht dementsprechend die Preise senken und damit der Konsumentin, dem Konsumenten weitergeben. Um ein Beispiel auch hier zu nennen, während die Großhandelspreise im letzten Jahr von mehr als 500 Euro pro Megawattstunde auf unter 150 Euro pro Megawattstunde gesunken sind, sind die Preise für private Haushalte um mehr als das Doppelte angestiegen. Nochmals dazu gesagt, es gibt Anbieter am österreichischen Energiemarkt, die nicht so verfahren haben, aber es gibt zu viele, die so verfahren haben. Unsere Maßnahme heißt, für die Preise des momentan teuersten Anbieters eine Reduktion des Endkundenpreises um mehr als ein Drittel. Das Ziel, dass wir das Gesetz in Geltung bringen, ist Juni. Aber wir nehmen nicht nur die Energiekonzerne in der Frage der Gewinne in die Pflicht, sondern auch in der Frage der Preistransparenz. Es soll zum Beispiel das Recht kommen auf monatliche Abrechnung für Verbraucher, die bereits einen Smart Meter haben. Die Kunden, die keinen haben, sollen in Zukunft in die Lage versetzt werden, dass die Vorauszahlungen einmal pro Halbjahr adaptiert werden können und nicht so wie jetzt meistens nur mit Jahresfrist. Die Energiekosten sind das eine, die große Problematik Lebensmittelkosten das andere. Hier gehen wir den Weg der Preistransparenz. Der Vizekanzler wird dazu noch auch ausführlich Stellung nehmen. Ziel von uns ist es, dass auch für den Konsumenten, für die Konsumentin sichtbar wird, wer wo mit welchen Spannern Gewinn macht und was das vor allem in Wahrheit auch heißt für die Produzentinnen und Produzenten, sprich für die Bäuerinnen und Bauern, die bei Weitem von den Preisen, so wie sie jetzt im Lebensmittelhandel derzeit verlangt werden, nicht profitieren. Gerade Bäuerinnen und Bauern haben große Herausforderungen in der Fleischproduktion, in der Milchproduktion. Wenn sie sehen, wie da die Preisentwicklung im Lebensmittelbereich, im Lebensmittelhandel ist und dann tatsächlich bei der Bäuerin oder beim Bauern ankommt, sieht man auch hier, dass es eine Schieflage gibt. Der nächste große Punkt, der auch von den Wirtschaftsforschern immer wieder angesprochen wird, und hier kann der Bund in erster Linie mit Vorbild vorausgehen und in weiterer Folge werden wir eine Möglichkeit schaffen, dass auch die Gemeinden folgen können, ist in der Frage der öffentlichen Gebühren. Öffentliche Gebühren, die inflationsangepasst sind, sind eben auch ein Inflationstreiber, gerade dann, wenn die Inflation so hoch ist wie derzeit. Das heißt, alle vom Bund eingehobenen Gebühren werden auch im nächsten Jahr eingefroren. Wir werden darüber hinaus Abgaben, die
ausgesetzt worden sind, um eben auch da schon im Stromkostenbereich zu entlasten, auch weiter aussetzen. Das ist die Elektrizitäts- und Erdgasabgabe. Wir werden diese Aussetzung um ein weiteres halbes Jahr verlängern. Das bedeutet eine Entlastung um 400 Millionen Euro. Und jetzt kommt die Frage, wie schaffen wir es, dass wir die Gemeinden ermutigen, uns es gleich zu tun? Wir werden dazu einen Teil der Gewinnabschöpfung nutzen, den Gemeinden zur Verfügung zu stellen, damit auch hier eben die Gebühren nicht erhöht werden und es hier eben nicht weiter zu einem inflationstreibenden Effekt kommt. Ich habe Ihnen gerade vier Maßnahmen vorgestellt. Mit diesen vier Maßnahmen wollen wir mehr Gerechtigkeit schaffen, mehr vor allem Transparenz in der Frage der Preisgestaltung, damit nachhaltig die Preise senken und auch diejenigen in die Verantwortung nehmen, die gerade in Krisenzeiten hohe Gewinne gemacht haben. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Vizekanzler, bitteschön. Ja, danke schön. Danke für Ihr Interesse. Ich möchte dort anschließen, wo der Bundeskanzler gesagt hat, ja, es sind komplexe Probleme und Fragestellungen und ich möchte da noch eins drauflegen, wenn es um komplexe Fragestellungen geht, sind diejenigen, die einfache Antworten geben, meistens die falschen Ratgeber. Warum? Weil diese einfachen Antworten in aller Regel falsch sind sogar. Mindestens aber, wenn ich nur ein Ziel anschaue, Nebenwirkungen bei anderen Zielen haben. Jedenfalls ist es so, wenn es um komplexere, einerseits volkswirtschaftliche und andere und andererseits sozialpolitische Zusammenhänge geht. Richtig ist, dass die Inflation in dieser Höhe und in dieser Differenz zu anderen Ländern, wenn das länger angeht, stimme da völlig überein mit den Wirtschaftsforschern, die wir gehört haben, natürlich ein Problem ist. Das ist ja ganz klar, weil an der Stelle auch durch die Differenz zu Nachbarstaaten, insbesondere Deutschland oder dem Euro-Schnitt, an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Aber das alleine wäre es ja nicht noch. Daran hängt ja wieder Wertschöpfung, Einkommen und auch die soziale Frage. Deshalb ist das langfristig von Bedeutung. Ein bisschen muss man sich das so vorstellen wie den hohen Blutdruck, der nicht gleich was anrichtet, aber natürlich schleichend negativ für diese Ziele ist, die ich gerade eben genannt habe. Was mir aber noch wichtiger ist, ist die soziale Frage in dem Zusammenhang. Ja, für eine größere Zahl von Menschen ist das immer noch stemmbar und leistbar, ehrlicherweise, der Gasthausbesuch, teilweise auch noch in den Urlaub zu fahren. Da ist, sorry für alle diese Gruppen, gar nicht mein Augenmerk, sondern bei jenen, die niedrigere Einkommen haben, seien es Erwerbseinkommen, seien es auch Sozialleistungen oder Transfers, wo es bisher schon schwierig war, die Lasten des Alltags zu tragen. Und deshalb bleiben wir dabei, oder möchte ich das Ziel darauf legen, dass jene, für die es sehr schwer tragbar ist, dass die nicht noch mehr tragen müssen, und die anderen halt einen Beitrag leisten müssen. Ich glaube, wir haben uns im März des Vorjahres hier getroffen und es war völlig klar, die Aussage, dass diese Fossilinflation, die der Einschlag zunächst für alles war, ausgelöst insbesondere und vor allem nicht nur, aber in erster Linie durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, dass das zu Wertschöpfungsreduktionen führt, wenn Sie so wollen, zu Wohlstandsverlusten. Ich kann mich gut erinnern, dass Robert Habeck in Deutschland und ich in Österreich da ein bisschen schief angeschaut worden sind. Das ist aber ganz logisch. Es kann nur so sein. Die Frage ist, wie lange das dauert, beziehungsweise wie man gegensteuern kann, und zwar in einer Art und Weise, dass wir hier einen Ausgleich, einen sozialen Lastenausgleich schaffen. So, und da komme ich jetzt zum Wie. Also das ist einmal eine Motivation, warum muss man sich überhaupt damit beschäftigen, aber wie gehen wir das weiter an? Naja, ich bin dankbar für die klaren Worte. Die Konzerne müssen auch einen Beitrag leisten. Die Inflation hat zwar ihre Ursprünge in dem Einschlag, wie ich gesagt habe, aber sie hat sich selbst und weiter fortgesetzt. Und es gibt nicht nur für Österreich, aber auch für andere Länder, aber speziell auch
für Österreich Diagnosen und Befunde, die schon auch davon ausgehen, dass nicht nur mehr die Dienstleistungen, die Löhne etc. die Inflation weiter hochhalten, sondern auch Gewinnmitnahmen, zusätzliche Gewinne der Konzerne. Wird sogar weitergehen an der Stelle. Zusätzliche Gewinne. Jedenfalls, und das ist ja verbrieft, das kann man sich ja anschauen, deshalb wird es ja um Transparenz dann gehen, werden Preissenkungen, also in dem Fall Kostensenkungen, die die Konzerne selber erfahren, nicht annähernd in der Geschwindigkeit weitergegeben, wie sie zunächst erhöht wurden. Und deshalb ist hier einzugreifen. Das heizt natürlich nicht nur die Inflation an, sondern auch die Gemüter. Meins auch, ehrlicherweise. Und deshalb ist das die Frage und die Antwort aber schon dazu, dass wir die von sozialer Gerechtigkeit herleiten und wirtschaftliche Vernunft. Und aus meiner Sicht ist ja nur eine solche Maßnahme oder solche Zielverfolgung sinnvoll, die beides leistet, obwohl das nicht immer so einfach ist, da genau hinein zu navigieren. Dieses ist aber mit diesen Maßnahmen mal jedenfalls die Absicht und wird verfolgt. Der Effekt, die Kundinnen und Kunden, die Menschen, die es eh schon ein bisschen eng haben eben, können dann wieder ein bisschen entspannter auf ihre Stromrechnung schauen oder auch auf ihre Fernwärmerechnung oder auch, und jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt, bei bestimmten, lange nicht bei allen, da muss man ehrlich sein, bei bestimmten Lebensmitteln und da wieder im Grundnahrungsmittelbereich doch erfahren dürfen, dass die Preise nicht weiter gestiegen sind oder da oder dort dann zumindest auch wieder sinken können, wo das ja im Großhandel oder bei den Produzenten nachverfolgbarerweise so ist. Weil auch das ist nicht einzusehen, warum das nicht passiert. Das ist schwieriger, als Sie manche vorstellen, aber so einfach, wie es die Lebensmittelkonzerne machen, geht es dann auch nicht. Und am Schluss vom Kreislerstern fantasieren, nachdem aber selber eine Marktmacht von 90-95% der vier Größten besteht. Also da werden wir auch nicht locker lassen und dort gibt es auch die entsprechenden Instrumente dazu. Wir finden sie in einer Verschärfung des Wettbewerbsrechts und der Transparenzsteigerung. Also das ist sozusagen der Ansatz, wie wir das jetzt weiter angehen wollen. Was bisher gemacht wurde und wie der Vergleich mit den anderen Ländern ist, weil der sehr beliebt ist in letzter Zeit. Ich kann das nur vertiefen. Ja? Es ist eben eine Frage, wie hoch ist die Wertschöpfung, hat mit Wirtschaftswachstum zu tun und damit zusammenhängend, wie hoch ist die Beschäftigung? Wir haben Rekordbeschäftigungsniveaus, auch wenn es leicht schwankt. Wie hoch sind die damit verbundenen Einkommen? Und die sind in Österreich sehr hoch aus mehreren Gründen, weil hohe Lohnabschlüsse waren und vor allem netto sehr hoch und weil es zweimal massive Steuersenkungen gegeben hat, die sich dann drittens fortsetzen in der Abschaffung der kalten Progression, weil ja genau diese Senkungen jetzt entlang der Teuerung auch noch berücksichtigt werden. Das ist ja genau die Abschaffung der kalten Progression, dass jetzt nicht so wie früher das wieder aufgefressen werden würde durch die Inflation, sondern entsprechend die Nettolöhne weiter steigen werden. Das muss man einfach sehen. Und das zweite große Instrument waren die Direkthilfen, die im Übrigen für manche, die es braucht, haben mehrmals ausbezahlt wurden. Also deshalb verwehre ich mich gegen diese Aussage der Einmalzahlungen. Und wir haben diese strukturellen Maßnahmen auch im Sozialbereich. Ja? Wir haben ja nicht nur die kalte Progression abgeschafft, sondern die allermeisten Familien- und Sozialleistungen sind jetzt valorisiert, sodass wir, wenn es dann wieder aufgrund der Berechnungsperioden dazu kommt, sehen werden, wie sie dann angehoben werden, ohne dass eine Regierung reinpfuscht oder nicht. Und jetzt ist genau das der Befund, das führt dazu, dass die Kaufkraft in Österreich also wesentlich höher geblieben ist als in anderen Ländern. Und das war die Absicht, das ist erreicht worden, aber natürlich gibt es Dämpfer und man kann nicht so tun, als ob das alles ohne Wohlstandsverluste grundsätzlich gehen würde. Aber das war der Ansatz. Dieser wurde bis jetzt ja auch von den allermeisten Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern geteilt. Und jetzt ist es aber trotzdem die Herausforderung, aus den Gründen, die ich ganz eingangs genannt habe, hier auch dämpfend auf die Inflation selbst einzugehen. Aber eine Weisheit sollten wir schon mitnehmen, dass man nicht alles gleichzeitig haben kann.
Das ist erstsemestrigen Wissen. Sorry, ja, es ist aber so. Es ist ganz logisch, dass wenn ich Höchstbeschäftigungen habe, hohe Löhne, hohe verfügbare Nettoeinkommen, dass damit gemessen an Situationen, wo das nicht der Fall wäre, die Inflation höher ist. Wir haben von den sozial orientierten Ökonomen, jedenfalls auf der Uni immer zu hören gekriegt, es gibt viele volkswirtschaftliche Ziele. Eines davon ist, die Inflation nicht zu hoch werden zu lassen, jedenfalls nicht auf die Dauer, aber sie konkurrieren mit anderen Zielen. Und deshalb ist es mir mal lieber, für das erste große Jahr der Krise, dass sie die Menschen in Österreich mit dem, was sie bekommen haben, immer noch, ich weiß, dass es für viele immer enger wird, aber immer noch besser war, hier ihre Kaufkraft jetzt im individuellen Sinn zu erhalten. Das war der Hintergrund. Jetzt geht es aber um die Inflation selbst. Wir hatten schon gesagt, nach welchen Prinzipien wir vorgehen. In den Maßnahmen selber, ja, Gebührenstopp erstens. Zweitens finanziert durch die Übergewinnsteuer. Drittens Verschärfung Wettbewerbsrecht. Viertens Transparenzregeln. Transparenz ist die halbe Miete in vielen dieser Bereiche. Und letztendlich geht es auch noch um die sinnvolle Möglichkeit, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen, die es ja immer noch gibt. Also Spenden statt Verschwenden. Auch da gibt es massive Erleichterungen, dass die Tafeln, Sie kennen das Konzept, hier, denen es auch schon eng wird, weil weniger Lebensmittel jetzt gespendet werden, unter Anführungszeichen. Aber vor allem auch die Sozialmärkte, die da auch eine Funktion haben, dass die hier besser, schneller, günstiger zu noch mehr Lebensmitteln kommen. Im Schnelldurchlauf nur mehr, die Übergewinne zu besteuern, führt dazu, dass wir an dieser Stelle weitere Einnahmen haben und nicht alles aufs Budget geht und auf die Art und Weise die Gemeinden, um die geht es ja dann am Schluss, die Gemeinden ausgleichen können, wenn dieser Gebührenstopp kommt. Umgekehrt formuliert, die Gemeinden, die die Gebührenstopps einführen, können sich das dann, das ist ja dann auch leicht zu kontrollieren, bei einem entsprechenden Topf abholen. Genau dazu wird es ein sogenanntes Zweckzuschussgesetz geben. Der Name spricht ja für sich, genau für diesen Zweck Gelder zu reservieren. Das halte ich einmal für eine gute Maßnahme. Ja, und das eine oder andere, da geht es nicht um 3%, da muss man ehrlich sein, um 3% Inflationsreduktion über Nacht mit dieser Maßnahme. Aber das eine oder andere Zehntel ist schon adressiert und mit allen anderen Maßnahmen auch. Und so kommt man dann eben auch in der Zielverfolgung vorwärts. Beim Wettbewerbsrecht bzw. bei der Stärkung der Wettbewerbsbehörde geht es um Folgendes. Der zuständige Minister Kocher wird das ja auch noch vertiefen, dass die Behörde noch mehr Möglichkeiten bekommt. Auch da kann man sagen, halbe Miete. Wir haben am Montag bei dem Gespräch, wo ja die Wettbewerbsbehörde mit dabei war, ja selber vernommen, dass alleine die Ankündigung, ob es gemacht wird oder nicht, ist eine andere Frage, wenn Sie so wollen, die Androhung einer Branchenuntersuchung, schon was bewirkt. Erst recht, wenn sie wirklich gemacht wird. Und sie kann umso besser gemacht werden, je besser sie ausgestattet ist. Deshalb gibt es 10 weitere Planposten dort, damit hier diese Kontrollfunktion im positiven Sinne erledigt werden kann. Es wird weitere Verschärfungen geben im Bereich der Fusionen etc. hätte uns würde bei den Lebensmittelfragen zum Beispiel ganz gute Wirkung jedenfalls für die Zukunft entfalten. Was die Energierechnungen betrifft, das wurde vom Kanzler erwähnt, das kann man nur unterschätzen, die Periodenabfolge, wenn man nämlich nicht bloß alle Jahre hier die neuen Möglichkeiten nach Verträgen und den überhaupt einmal die Jahresabschlussrechnung bekommt, dann hat das einen sehr heilsamen Effekt. Also mindestens ist es jetzt halbjährlich und für die, und das sind jetzt mittlerweile schon 2/3 der Haushaltsanschlüsse, wenn man so will, der Bevölkerung, die Smart Meter haben, ist das Recht, das monatlich zu haben. Das heißt, das führt automatisch dazu, dass gleichzeitig bei mehr Transparenz und Wettbewerb, Argumente wie vorher, die Möglichkeit massiv verbessert wird, viel schneller zu günstigeren Verträgen
zu kommen. Wir kennen ja alle das Problem, wenn man selber auf die Stromrechnung schaut. Transparenz, bei der Gelegenheit, nächster Punkt, angesprochen. Auch da geht es darum, dass die Preise viel schneller und klarer und differenzierter den jeweiligen Behörden gemeldet werden müssen. Wenn die E-Control hier klarere Auskünfte kriegt, das wird jetzt massiv nachgeschärft, wozu führt das? Dass der Energiekalkulator auf den mittlerweile, an den Stromkalkulator beispielsweise, sehr viele Menschen schauen, hier viel, viel schneller die jeweils viel günstigeren Angebote bekommen im Vergleich. Momentan, wer es probiert hat, merkt, dass das zwar eine gute Sache ist, ein gutes Ziel, aber gar nicht so einfach zum Vollführen ist. Und in diesem Sinne werden diese Maßnahmen, Sie sehen, es ist ein Bündel, nichts davon wird alles alleine retten, aber das Prinzip hier, diejenigen, die mehr haben und auch die Konzerne selber und die Aktionäre, die Gewinne hier machen, mehr in die Pflicht zu nehmen, damit es die anderen ein bisschen leichter haben, das ist bei den meisten dieser Maßnahmen das übergeordnete Prinzip. Wir halten das für notwendig, wir halten es vor allem für sinnvoll und auch wenn es ausdifferenziert ist und dadurch nicht immer nur einfach, ist es eben dann doch unterm Strich das Bessere. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Wir kommen zu Ihren Fragen. Frau Kollegin in der letzten Reihe, bitte. Ja, ich hätte ein paar Fragen und zwar, wie schnell, glauben Sie, werden die Menschen jetzt tatsächlich dann Entlastungen bzw. sinkende Preise spüren? Dann zu den Energieversorgern, ich habe das jetzt so verstanden, wenn die Preise nicht sinken, dann gibt es quasi diese Androhung einer zusätzlichen Abschöpfung von Übergewinnen, die dann wiederum sozusagen den Gebührenstopp finanzieren sollen. Ist das so richtig bzw. wie wird der Gebührenstopp finanziert, wenn die Energiekonzerne quasi freiwillig schneller sinkende Preise weitergeben? Und eine abschließende Frage, Sie haben ja länger gerungen jetzt um dieses Maßnahmenbündel. Man hatte zuletzt den Eindruck, dass aus dem Handel vor allem zu hören ist, können wir nicht, ist schwierig, können wir uns so nicht vorstellen. Beißen Sie sich da speziell am Handel, an freiwilligen Verpflichtungen, gerade ein bisschen die Zähne aus in Richtung Preismonitoring und Co.? Also zum einen, das Gesetz wird im Juni beschlossen, das heißt, die Wirkung ist dann sehr rasch gegeben und es hängt im Wahrheit von den Energiekonzernen ab, wann die Konsumentinnen und Konsumenten die Preisweitergabe spüren. Wenn die Energiekonzerne es nicht tun, dann wirkt das Gesetz ab Juni und damit auch sozusagen die Möglichkeit, dann die Übergewinne dementsprechend zu besteuern. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja der, dass es ein Anreiz sein soll für die Energieunternehmen, eben möglichst rasch die sinkenden Preise tatsächlich auch den Konsumentinnen und Konsumenten weiterzugeben. Wenn sie das tun, dann haben sie kein Problem mit der Thematik Übergewinnsteuer. Wenn sie es nicht tun, dann schon. Und damit werden wir auch die Mittel verwenden für die Gemeinden. Wenn tatsächlich die Energiekonzerne so den Konsumentinnen und Konsumenten jetzt entgegenkommen, dass sie rasch die Preise senken, dann werden wir andere Möglichkeiten finden, um hier die Gemeinden zu unterstützen, wenn es um diese Gebühren, zumindest um das Gebühreneinfrieren geht und nicht erhöhen, dass eben kein weiterer Inflationstreiber ist. Und zum Thema Handel, auch da sehen Sie ja, dass die Abschlüsse der Handelsketten ja sehr positiv waren. Das heißt, man sieht hier auch Spielräume. Hier geht es darum, eben durch Transparenz auch aufzuzeigen, wo werden welche Gewinne mit wem gemacht und vor allem, wie kann es sein, dass eben bei den Bäuerinnen und Bauern, also sprich bei den Produzenten, die unter all diesen Maßnahmen ja genauso leiden oder betroffen sind, wenn eben die Energie teuer ist, wenn die Produktion teurer wird, dann dennoch kleinere Margen erzielen, also kleinere Gewinne nur mehr erzielen, wenn sie an den Handelsketten liefern und dann verkaufen und aber in den Handelsketten der Preis dann wiederum dennoch höher bleibt. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Beitrag jetzt mit der Transparenz dafür zu sorgen, dass es hier mehr Gerechtigkeit dann gibt. Nur zum Handeln ergänzend, ich denke, dass der Vorschlag vom Bundesfinanzminister weiter verfolgenswert ist, dass nämlich darauf hingewirkt wird, nämlich bei sonstiger Drohung auf eines verschärften Wettbewerbsrechts und weiterer Transparenzregeln, die in dem Ausmaß ja jetzt, wie ich sie beschrieben habe, ohnehin kommen, aber notfalls auch nachgeschärft. Weil man muss sich das sozusagen so nicht bieten lassen. Natürlich können die Lebensmittelkonzerne, also vor allem die Handelsketten, in den Bereichen, wo die
Großhandelspreise, die Produktpreise erkennbar sinken, selber was tun. Und Sie können sich auch freiwillig vereinbaren, einen Warenkorb, gerade aus dem Sortiment der Grundnahrungsmittel, um die geht es ja vor allem, weil da haben wir ja dann die größte soziale Wirkung. Also Sie wissen ja, dass die ärmeren Haushalte natürlich zwar einen ähnlichen Preis zahlen wie reichere an der Supermarktkasse für Grundnahrungsmittel, nur gemessen an ihrem Einkommen ist das natürlich ein viel größerer Anteil. Und so ist das auch eine sehr wohl eine Maßnahme zur sozialen Gerechtigkeit. Also das würden wir ja gar nicht aufgeben. Es wird aber in diese Richtung jetzt ohnehin gewirkt, wenn ich noch einmal die Maßnahmen herholen darf, wenn die Preise gerade für Grundnahrungsmittel publik gemacht werden, für die Ketten einkaufen, dann entsteht da, denke ich, schon ein anderer Druck. Und auch, weil wir gerade vom Handel reden, also im Lebensmittelhandel, wo die Branchenuntersuchung gerade eben läuft, auch auf Hochtouren, das ist ja auch nicht nur umsonst, würde natürlich die Frage auch für die Zukunft, und das hat eben prophylaktische Wirkung, die Stärkung der Wettbewerbsbehörde aus Ressourcen und aus rechtlichen Möglichkeiten heraus natürlich auch was bewirken. Also das wird in die Richtung gehen. Dankeschön. Frau Kollegin, die nächste Frage bitte. Claudia Hase, Kleine Zeitung. Ich habe mehrere Fragen. Eine schließt sich an die von der Kollegin an. Sie haben jetzt gerade gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie würden dann andere Möglichkeiten finden, um die Gebühren einzufrieren. Wäre eine solche Möglichkeit, Sie bekommen von der OMV und Sie bekommen vom Verbund eine Dividende. Im Vorjahr war da sogar eine große Sonderdividende dabei, die heuer sozusagen schlagend wird. Könnten Sie dieses Geld sozusagen ins Spiel bringen? Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann eigentlich der Stichtag für Preissenkungen der 1. Juli. Ist das nicht eventuell ein bisschen zu knapp für die Unternehmen? Und auch noch einmal, wenn jetzt die Inflationsraten nicht relativ rasch sinken, ich weiß nicht, ob Sie sich da sozusagen so ein bisschen ein Zeitfenster gesetzt haben, gibt es in irgendeiner Form noch einen Plan B für andere Maßnahmen? Also der Finanzminister wird dementsprechend dann die Möglichkeiten ausloten, wie es eben möglich ist dann für die Gemeinden, damit hier die Gebühren nicht weiter erhöht werden. Da werde ich dem Finanzminister nicht vorgreifen, der kann am besten mit dem Budget wirtschaften. Das Thema mit dem Gesetz nun, wir diskutieren es ja schon sehr lange. Es wird dann eben auch natürlich jetzt in der Folge viele Gespräche geben mit den Energieversorgungsunternehmen. Ich glaube, das Ziel muss sein, auch im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten und vor allem auch im Ziel der Kundinnen und Kunden der Energieversorger, dass eben das jetzt rasch in die Umsetzung kommt, dass die Preissenkungen am Markt weitergegeben werden. Ich gehe davon aus, dass das deutlich unkomplizierter ist, wenn man einen Willen dazu hat. Und damit der Wille möglich ist, haben wir die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, um es einmal höflich zu formulieren. Die Frage der Inflationsrate, dass Sie... Die Prognosen gehen grundsätzlich der Wirtschaftsforscher ja in die Richtung, dass die Inflationsrate sinken wird. Wir sehen, in Österreich gibt es immer wieder unterschiedliche Ausschläge. Das hängt mit sehr vielen Faktoren zusammen. Und wenn Sie auch die jeweiligen Meldungen der Wirtschaftsforscher ja vergleichen und anschauen werden, werden Sie oft zu heute und noch vor einem halben Jahr große Unterschiede sehen in der Interpretation, was hier gerade passiert, auch in Österreich. Das heißt, wir werden die Inflationsrate weiter genau im Auge behalten. Wir werden schauen, wie die Maßnahmen jetzt wirken. Wir werden alles dafür tun, damit es eben Richtung hinuntergeht. Und gleichzeitig, und das ist das, was der Vizekanzler auch angesprochen hat, ich ersuche in dieser Diskussion um die Inflationsrate auch um ein Stück weit mehr Redlichkeit, als sie bisher oft an den Tag gelegt worden ist. Wir leben in der Eurozone. Das heißt, die wahren inflationsdämpfenden Maßnahmen, kann jeder Volkswirtschaftler genau nachvollziehen, trifft die Europäische Zentralbank. Und das tut sie auch gerade und hat ja auch wieder viele Folgewirkungen für die Konsumentinnen und Konsumenten, wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Kreditraten denken. Das heißt, wir tun das derzeit nationalstaatlich, was nationalstaatlich möglich ist. Und ich möchte auch nochmal verstärken, was der Vizekanzler gesagt hat, weil das wichtig ist in der Bewertung der Maßnahmen der Bundesregierung, dass bei uns die Kaufkraft gestiegen ist und nicht gesunken, wie zum Beispiel in Spanien, wo man immer wieder darauf verweist, wie gering die Inflationsrate ist, muss man aber eben dazu sagen, Spanien hat
sinkende Kaufkraft, und zwar im mehrstelligen Prozentbereich, und eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, da möchten wir überhaupt nicht tauschen. Und genau das war unser Thema. Wir wollten Arbeitslosigkeit vermeiden, das ist gelungen. Wir wollten die Kaufkraft der Menschen erhalten, das ist gelungen. Ist die Teuerung für die Menschen dennoch spürbar? Und gibt es noch immer sozial Betroffene, denen weiter geholfen werden muss? Ja, weil in einem komplexen Sozialstaat es immer wieder Schnittstellen gibt, wo Menschen dann plötzlich eben von diesen Maßnahmen bei Weitem nicht so profitieren, wie sie profitieren sollten. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein, diese Gruppen zu identifizieren und dann nochmal darüber nachzudenken, wie man die besonders unterstützen kann. Das, was jetzt hineingekommen ist in die Diskussion und auch sich verändern von den Wirtschaftsforschern, ist, dass wir in die Struktur hineingehen und da versuchen, jetzt inflationsdämpfend zu wirken. So, Energiekosten als der größte Treiber identifiziert, daher jetzt bei den Energiekosten diese Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Lebensmittelhandel, so wie schon beschrieben, da mit Transparenz und Vergleichbarkeit dafür sorgen und einer gestärkten Wettbewerbsbehörde, dass tatsächlich auch Wettbewerb zu niedrigeren Preisen führt und dass vor allem auch eines sichergestellt wird, dass die, die produzieren, nicht unter die Räder kommen. Wer erinnert sich? Noch vor einem Jahr, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, war die größte Sorge in Österreich nicht mehr, ob wir genug Gas haben in dieser Republik, sondern auch, ob wir die Lebensmittelversorgungssicherheit gewährleisten können. Und das ist gegeben in diesem Land. Das heißt, man braucht einen systemischen Zugang, man muss die Gesamtschau immer betrachten und darf sich nicht dann in Einzelpunkten verlieren, damit man so ein komplexes Thema wie Inflation auch tatsächlich in den Griff bekommt. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, es ist keine nationalstaatliche Aufgabe alleine, es läuft nur im internationalen Verbund. Das, was wir dazu beitragen können, das tun wir sorgsam. Ich weiß, es gibt eine ganz andere, ein Reizreaktionsmuster von Seiten der Opposition. Ich verstehe auch, dass die Menschen, die von der Teuerung betroffen sind, unzufrieden sind. Aber gleichsam ist es unsere Aufgabe und Verantwortung, dem Druck zu widerstehen und sorgsam darauf zu achten, dass wir tatsächlich Maßnahmen setzen, die nicht inflationstreibend sind. Und genau das haben wir getan, indem wir die Kaufkraft erhalten haben. Das habe ich schon erwähnt, aber es ist nur wichtig, den Gesamtzusammenhang auch einmal zu hören. Nächste Frage hat die Frau Kollegin, bitte. Ich habe zwei Fragen. Einerseits, was war für Sie jetzt ausschlaggebend, dass Sie sagen, man muss quasi die Inflation selber bekämpfen, im Gegensatz zu den bisherigen Maßnahmen? Und das Zweite ist, Sie haben ja gemeint, diese Übergewinnsteuern für die Energiekonzerne sollen ja auch ein Anreiz sein, dass die eben die Preise freiwillig senken. Wie hoch stellen Sie sich vor, dass diese Übergewinnsteuern dann sein sollten? Also zum einen, wir haben nicht erst jetzt begonnen mit Maßnahmen gegen die Inflation, sondern wir haben eine Maßnahmenbündel ja schon vorher gesetzt. Das, was noch gar nicht angesprochen worden ist, war durch die ökosoziale Steuerreform gab es von vornherein schon die Situation, dass die Menschen mehr im Börsel haben als vorher. Warum? Weil wir die Steuertarifstufen gesenkt haben. Dazu, und das ist jetzt wichtig, auch für die Frage der Teuerung ist die schleichende Steuererhöhung, die kalte Progression abgeschafft worden. Das heißt, die Menschen, die letztes Jahr in Arbeit waren und von höheren Lohnabschlüssen profitiert haben, profitieren auch trotz Teuerung dieses Jahr weiter, weil eben die kalte Progression, die schleichende Steuererhöhung das nicht auffrisst. Was wir aber in Österreich sehen, ist, dass wir verschiedene Mechanismen erkennen können, die dazu führen, dass wir über den Eurozonendurchschnitt eine erhöhte Inflation haben, dass sie tatsächlich auch dann ein Wettbewerbsnachteil sein kann. Und weil jetzt die Entwicklung sich so darstellt, wie wir sie sehen, und wir kommen jetzt langsam schon zur Hälfte des Jahres, wir sind jetzt im Mai, und sich da eben sehr wenig tut von Seiten der Energiekonzerne, gerade bei den Energiekosten, obwohl sich die dramatisch verändert haben, nämlich Gott sei Dank nach unten und damit eigentlich zugunsten der Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch der Wirtschaft, ist es jetzt aus unserer Sicht geboten zu handeln. Dankeschön, Herr Kollege. Es gibt schon unmittelbare Maßnahmen, die die Inflation beeinflussen. Wir hatten die Abgabensenkung erwähnt mit der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe. Das ist knapp eine halbe Milliarde im Volumen. Da läppert sich auch das eine oder andere Zehntel Prozent, wenn ich das auf die Inflationsrate umrechne, zusammen. Stromkostenbremse. Die wirkt im Ausmaß von 1%. Herr Kollege in der letzten Reihe. Sie tun, was nationalstaatlich möglich ist. Einen Bereich haben Sie jetzt aber ausgespart, nämlich das Thema Wohnen. Da wollte die ÖVP nicht in die Preise eingreifen. Gibt es dahingehend jetzt doch Überlegungen, eine Art Mietpreisbremse doch noch einzuführen? Also auch da muss man differenzieren. Wir haben immer gesagt, wir helfen den Menschen,
die in Schwierigkeiten kommen, indem wir den Ländern ermöglichen, durch den Wohnkostenzuschuss, Heizkostenzuschuss und auch durch die Präventivmaßnahmen gegen die Logierung, wir haben also da auch den Schirm ja deutlich erhöht, unmittelbar und direkt zu helfen. Wir sind beide als Regierung, jetzt als Partner daran, dass wir die Zweckbindung der Wohnbauförderung hier ganz klar, eben die Zweckwidmung hier auch ganz klar jetzt vorantreiben werden. Was ja aus unserer Sicht beiden notwendig ist, wir müssen Wohnraum auch weiter schaffen und ermöglichen. Das ist momentan einer der größten Herausforderungen, auch am Wohnungsmarkt. Und da gibt es viele Einzelmaßnahmen. Warum geht sich in Österreich ein sogenannter Mietpreisdeckel, der vorige wäre ja gar keiner gewesen, sondern es wäre nur eine Streckung der Indexierung gewesen und da nicht für alle Mieterinnen und Mieter. Das ist nämlich jetzt schon der Punkt, auf den ich zu sprechen komme, nicht aus. Wir haben 2 Millionen Menschen, die in Mietverhältnissen leben, also 2 Millionen Haushalte, die in Mietverhältnissen leben, sind deutlich mehr Personen davon betroffen. Und es wäre immer nur ein Teil von diesen Maßnahmen sozusagen hätte davon profitiert und ein anderer nicht. Und das ist auch da dann eben nicht gerecht. Entscheidend ist, dass wir auch jetzt bei den Energiekosten, wenn wir schaffen, dass die sich reduzieren, sich das ja auch zum Beispiel bei den Betriebskosten für die Menschen auswirken muss, durch solche Maßnahmen jetzt eben eingreifen. Aber dass wir Dinge wie eingreifen ins private Vertragsrecht, das würden so massive Veränderungen sein, auch in der gesamten Rechtsordnung, die auch dann zu einem Wettbewerbsnachteil in Österreich führen würden, dass also da Folgewirkungen ausgelöst werden, die nicht positiv sind. Das Wohnen bleibt weiter auf unserer Agenda, aber in unterschiedlichen Maßnahmen und immer auch eben, dass die, die davon betroffen sind, in besonderer Form weiter unterstützt werden, mit den Folgen auch besser umgehen zu können. Naja, da geht es auch schon um die Erwartungshaltung, glaube ich. Und wenn wir glaubwürdig, wenn wir das glaubwürdig ins Ziel bringen, dass die eigentliche Wohnbauförderung endlich mal, und da geht es um hohe Beträge, zweckgebunden wird und alle davon ausgehen dürfen, dann hat das natürlich einen Effekt auch bis zurück in die nähere Zukunft, obwohl die Maßnahme selber vielleicht in Ziegel und Mörtel natürlich erst später greift. Das kann man nur unterschätzen. Und in dem Zusammenhang muss man schon sagen, also die muss man den Föderalismus ansprechen. Wie der, ja, die Bundesländer agieren hier völlig unterschiedlich. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr nützlich und hilfreich, wenn man da wieder bundesweite, sofern es die Kompetenzlage gibt und sie gibt was her, bundesweite Vorgaben zustande bringt. Selbiges gilt für die Möglichkeit von Leerstandsabgaben im Wohnungsbereich für die Bundesländer, vor allem für die Landeshauptstädte, die das ja selber wollen. Also da sind wir natürlich dahinter. Wir haben noch Zeit für 2 Fragen, Kollege Werner und Kollege Unger. Ich habe 2 Fragen. Und zwar, zum einen haben Sie gesagt, der teuerste Anbieter soll seine Preise um 1/3 senken beim Strom. Was heißt das genau? Wie viel soll dann schlussendlich der Strom für den privaten Endverbraucher kosten? Und die 2. Frage, der Herr Vizekanzler hat gesagt, Sie wollen die Bundeswettbewerbsbehörde stärken. Die Generaldirektorin dort ist aber seit Dezember 2021 nur interimistisch besetzt. Wann löst sich denn dieser Koalitionsstreit um Bundesverwaltungsgericht und BWB auf? Weil diese beiden Posten werden, die Bewerbungsverfahren werden abgeschlossen. Also zum einen haben ja die Energieanbieter unterschiedliche Preise. Die Frage ist eben, wie wurde die Reduktion der Preise weitergegeben? Und daran orientiert sich die Gewinnsteuer. Und ganz offen gesagt, uns ist zu Ohren gekommen, dass manche Energieunternehmen sich sozusagen auf die Stromkostenbremse des Bundes verlassen und damit auch sozusagen weiter die großen oder die hohen Stromkosten weiter verrechnen. Und das sind einfach die Themenfelder, wo wir hinein müssen, wo wir eingreifen müssen. Und aus diesem Konstrukt heraus wird sich die automatische Senkung geben. Die 2. Frage ist Postenbesetzung ein Koalitionsthema. Nun, diese ganzen Postenbesetzungen sind von Kommissionen entschieden worden. Und dementsprechend sind wir in der Lage, eben die Kommissionen und Kommissionsentscheidungen entsprechend zur Kenntnis zu nehmen. Ja. Sie werden ja aktuell nicht zur Kenntnis genommen, weil es nicht besetzt wird. Die Entscheidungen liegen ja da. Ja, aber Sie wissen, dass da verschiedene Gutachten zu den jeweiligen Kommissionen gibt. Das ist natürlich ein Thema. Allerdings muss man schon hinzufügen, dass die Bundeswettbewerbsbehörde, die adressiert wurde, und auf der anderen Seite das Bundesverwaltungsgericht mit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da überhaupt, dass die Arbeit ja dann deshalb nicht stillsteht. Aber ich verstehe natürlich das Drängen.
Und bei den Stromkosten, glaube ich, da muss man sich von dem Bild befreien, dass das genau eins ist. Die unterschiedlichen Anbieter gehen völlig unterschiedlich vor. Aber das ist ja das Schlaue an der Maßnahme. Wenn ich dann bei den Übergewinnen stärker reingehe, sinkt natürlich der Anreiz für jene, die sich mehr rausreißen wollen, dieses weiter so zu tun, weil ja größere Betrag dann davon wieder abgeschöpft wird. Also das wäre sozusagen die innere Schlauheit dieser Maßnahme. Die Abschlussfrage hat der Kollege Unger, bitte. Ich würde gern wissen, wie Sie denn die Länder und die Gemeinden hier sozusagen in die Pflicht nehmen, diesen Gebührenstopp auch durchzusetzen. Gabriel Felbermeier sagt, es ist unklar, wie das durchgesetzt werden soll. Hat es schon Gespräche gegeben in die Richtung, dass das auch wirklich von den Ländern und Gemeinden ernst genommen wird? Und die zweite Frage, es hat irgendwie gewirkt, am Montag, die Regierung ist machtlos, jetzt zwei Tage später präsentieren Sie dieses umfassende Paket. Wie war denn die Genese dieses Pakets? Seit wann arbeiten Sie denn daran? So an den vielen Maßnahmen arbeiten wir schon seit Monaten und Wochen unentwegt, weil es kein Aufhören gibt. Und es werden verschiedene Ideen immer wieder vorgezogen, dann weiter bearbeitet, wieder rückgestellt. Und wir haben es am Anfang schon ausgeführt, komplexe Fragen. Keine einfachen Antworten. Es sind, und nochmals schauen Sie sich selbst die Aussagen der Wirtschaftsforscher an, ich lade Sie dazu alle ein, auch wie die sich verändert haben in dieser Zeit. Und genau dies, also in dieser selben Geschwindigkeit muss man auch eben nachjustieren, wenn man politisch verantwortlich ist, weil tatsächlich Entscheidungen viele Zahnräder drehen und dann, wenn ein falsches gedreht wird oder gar blockiert, dann systemische Auswirkungen sind, die keiner will. Das ist der Grund dafür. Aber all die Dinge, die jetzt hier liegen, werden schon sehr lange überlegt, wie man sie machen kann, was da passiert. Der Lebensmittelgipfel vom Vizekanzler und Sozialminister einberufen hat genau das auch gezeigt. Man muss eben auch darüber mal reden können. Was gibt es für Möglichkeiten? Wo sind die großen Problemfelder? Und aus diesem auch heraus ist ja eben auch gerade der Energiekostenfaktor herausgegangen als größter Treiber in der Preisfrage. Das war die Abfolge jetzt dieser Entscheidungsfindung. Und wie gesagt, wir nähern uns der Hälfte des Jahres. Aus unserer Sicht passiert da eben die Weitergabe für die Konsumentinnen und Konsumenten viel zu langsam. Und deswegen müssen wir jetzt eingreifen. Zum Lebensmittelgipfel kann ich, wenn er den Gipfel geheißen hat, gerne auch noch was sagen. Die gespannten Themen waren sehr, sehr vielschichtig. Also für die Dichte der Zeit ist das, glaube ich, sehr viel analysiert worden, auch von Expertinnen und Experten, aber auch, wenn man so will, von den Betroffenen und auch Interessensvertreter. Ist ganz klar, die Unterschiede sind zutage gekommen, aber man hat schon gesehen, wo man nachschärfen muss. Und eines, in einem Bereich sagt die Bundesregierung ja, nachdem der Sozialminister und ich das ja glaubwürdig einberichten konnten, dass die Sache, dass man den Vorschlag vom Finanzminister einfach so vom Tisch wischt, beziehungsweise auch bei der Transparenz und bei den Möglichkeiten des Wettbewerbsrechts, sage ich es einmal diplomatisch sehr zurückhaltend war, hat es ja unter anderem genau diese Konsequenz gegeben auf heute hin, dass hier strenger vorgegangen wird. Sonst wäre das nicht in dieser Härte oder Geschwindigkeit passiert. Man muss schon auch dazu sagen, dass nicht immer, wenn viele Expertinnen und Experten, Betroffene am Tisch sitzen, man ja erwarten kann, wenn es nämlich ein ehrlicher Austausch sein soll, dass man nachher mit was rauskommt. Es gibt zwei Arten von solchen Meetings. Ja, man weiß es vorher schon, was genau rauskommt und man trifft sich. Ist nicht illegitim, weil ich glaube, wenn Sie ehrlich sind, gerade auch das eine oder andere Medium in Ihrer Branche hat ein Faible dafür, dieses so zu verstehen und berichten zu können. Auf der anderen Seite gibt es eben aber auch einen echten Austausch und dieser war so einer. Und zu meiner Überraschung haben sich ja ein paar Dinge gelichtet und ein paar Dinge sind auch beschleunigt worden. Unter anderem, das kann man nur unterschätzen, glaube ich, dass massive Besserstellungen passieren, dass nicht so viele Lebensmittel verschwendet werden. Das ist direkt dort am Tisch entstanden, jedenfalls war das mein Eindruck. Und die Aussagen der Wettbewerbsbehörde haben dazu geführt, dass hier eben auch nachgelegt wird. Und die Transparenzfrage, die sowieso, aber da muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, das wird jetzt, da hat einen umso größeren Touch bekommen oder einen Antrieb, weil das auch nicht nur befriedigend war. Ja? Der Bundeskanzler hat sehr, sehr deutlich gesagt, was das Konzernverhalten betrifft. Aber auch da wird, jetzt nicht zum Freude aller
Marktteilnehmer, der großen Anbieter, eben nachgeschärft werden. Und das eine war jetzt noch offen mit den Gemeinden, wie das passieren soll. Naja, auch ein schlaues Prinzip kann schon sein, dass die Gemeinden, die es machen, die müssen es einmal machen, dann diesen Topf, nenne ich es mal salopp so, auf Bundesebene ansprechen dürfen und nicht vorher das Geld ausgeschüttet wird. Na, das schon, ja. Und dann wird auch Konkurrenz unter den Gemeinden entstehen, weil warum sollten in einer Gemeinde die Wasser-, die Müll-, Abwassergebühren erhöht werden, in der anderen nicht? Also das wird sich schon selber regulieren. Also es müssten ja die Gemeinden daran ein Interesse haben, dass wir das einmal, dass wir da an der Stelle vorübergehend Dynamik rausnehmen. Langfristig geht es nicht, so ehrlich muss man auch sein, geht es natürlich schon darum, weil sonst hätten wir wieder mal den Rechnungshof da, dass bestimmte Gebühren mit der Kostenentwicklung was zu tun haben. Aber wenn man das eine Zeit lang glättet oder aussetzt, dann haben wir diesen Effekt hier. Und wenn die Inflation wieder einmal niedrig ist, dann wird es auch dort natürlich wieder Bewegung geben. Dankeschön. Bitte um Verständnis, dass wir heute Schluss machen an diesem Punkt. Danke, Herr Bundeskanzler, danke, Herr Vizekanzler, danke für Ihr Interesse und Ihre Geduld. Bis zum nächsten Mal.